So. Und dann baue ich da jetzt ein Kraftwerk hin. Ich hoffe, dass das noch passt. Eigentlich wird das ganz gut. Ach komm. Verbaut. Und das andere Kraftwerk im Weg ist oder was? Ey Leute. Verarscht mich doch jetzt nicht. Da würde es gehen. Da muss ich den Weg nochmal ein bisschen anders bauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das da hinkriegen. Pass mal auf. So, und jetzt bauen wir noch wieder den Weg da weg hier. So. Das kann auch weg. Okay. Komm, kleines Kraftwerk, bitte sehr. Das muss dahin passen. Das steht schon wieder verbaut. Das hat doch eben gepasst. Komm. Krankheit ausgebrochen. Wo ist jetzt der... Ha! Ja, das kriegen wir hin. Wo ist eine Krankheit ausgebrochen? Ich sehe schon wieder keine. Nutzen Sie diese Gelegenheit. So, Ranger. Ranger Team 1. Aufgabe hinzufügen. Anfrage bestätigt. So, medizinische Behandlung wird gemacht. Ich will jetzt hier ein verdammtes Kraftwerk hinbauen. Muss ich da jetzt vielleicht ein bisschen abflachen oder so? Liegt es daran, dass das Terrain nicht richtig... Ach so, da geht's auch. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Das hört sich schön an. Keine infizierten Saurier ist immer schön. Ach komm, ey. Dann mache ich es jetzt anders. Dann hau ich jetzt dahinter, wie es vorhin war. Also vorhin durfte ich hier. So, ich mach's jetzt so. Ist scheißegal. Ja, das Ganze umgebaut hat nichts geholfen, aber was soll's. So, einen Weg hätte ich gern noch. Ich weiß, ich brauche einen Weg. So. Okay, muss noch ein... Ach, da habe ich keine Stromanbindung gemacht. Okay, dann machen wir da Mast hin. Ha, ein Must-Have. Ha, ha. So, dann kann der wieder weg, ne? Der ist ein bisschen überflüssig. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genug Strom. Beziehungsweise, doch, ist es ja gar nicht fertig. Gleich haben wir genug Strom. So. Jetzt hauen wir da noch ein Upgrade hin, nämlich die verbesserte Leistung plus 2. Und den Ausfallschutz hauen wir da hin. Das gleiche haben wir doch hier auch gemacht, ne? Mal kurz gucken. Was haben wir da an Upgrades drin? Verbesserte Leistung. Und da machen wir lieber den Ausfallschutz hin. So, genau. Und das machen wir da unten auch. Verbesserte Leistung 2. Kommt da hin. Und da den Ausfallschutz. So. Okay. Jetzt haben wir aber hoffentlich genug Strom für den Rest dieses Parks. Wir sind gleich bei 3 Sternen übrigens. Schließen Sie die Expedition nach Dinosaurier-Park-Formation ab? Bäh. Da gucken wir mal eben. Das ist irgendwo hier, Dinosaurierparkformation. Ich glaube, den müssen wir suchen, ne? Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. Morrison-Formation, Lance-Formation, Hawkeye-Formation, da. Das machen wir gerne.
Jetzt gucken wir nochmal eben bei Forschung, ob wir hier noch was machen. Wir haben jetzt ja ganz gut Kohle, deswegen machen wir mal was Tolles. Gebäude. Was gibt's denn da? Was war das? Transport. Diese Verkaufs verfügen über eine hohe Kapazität. Okay. Andere Ausblicke. Kuselige Fenster. Ah, so. Dann kann ich weitere Stationen bauen, ne? Machen wir mal. Wir haben ja momentan haben wir ja Geld. Das muss ich ja nutzen, wenn wir so viel Geld haben, dass das auch was bringt. So, jetzt ist die große Frage. Wie wohl fühlst du dich hier eigentlich? Sehr wohl sogar. Ja, soll ich das mal wagen hier jetzt? Scheiße, das Hotel war hier doof, ne? Weil ich kann hier gar kein Dings hinbauen, kein Zentrum. Kein... Fuck. Ja, okay. Die Leute sehen hier schon was, ne? Ja. Deswegen wollte ich das Hotel ja auch gar nicht hier hinbauen, fällt mir gerade ein. Haha! Ich erinnere mich. Jetzt ist hier das Hotel, aber da, ich reiße es nicht nochmal ab. Ja, genau, das hätte ich ja eigentlich hingebaut haben wollen. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Dinosaurierbedrohung. Warum? Das können nur die Raptoren wieder sein. Wo? Gefahr für die Gäste. Was hat denn der schon wieder, ey? Nicht mehr. Jetzt wieder. ACU, unsicherer fährst du. Wir betäuben den jetzt. Was ist mit dem anderen denn? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere? Wieso sind denn hier Menschen drin? Wieso sind hier Menschen drin? Was ist denn hier los? Hä? Warum seid ihr hier drin, Leute? Also, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht. Schulde ich Ihnen was? Versprochen. Ja, alles gut. Ich packe jetzt nochmal einen neuen Velociraptor hier rein, weil sie ihn mittlerweile auch ein bisschen besser erforscht wahrscheinlich. Genom modifizieren könnten wir jetzt machen. Wollen wir mal gucken. Kann ich euch ja mal zeigen, was wir da machen können. Die können jetzt ein bisschen anders aussehen hier praktisch da. Es gibt zum Beispiel ein Alpin-Muster-Gen oder ein Wüstenmuster-Gen. Ja. Wir machen mal Alpin-Muster. So. Okay, und jetzt können wir den praktisch ausbrüten. So. Und ich glaube, dann verkaufe ich gleich den hier, wenn der fertig ist, weil der macht ja nur Ärger. Ich frage mich gerade, wie sind die Menschen hier reingekommen? Könnt ihr die mal einfach hier rausholen, bitte? Also das ist ja... Habe ich nicht verstanden, echt nicht. Ja, ich wollte ja eigentlich wissen, ob ich hier irgendwie noch eine Chance habe. Nee, nicht so wirklich, ne? Dann lasse ich den jetzt da alleine drin rumlaufen, ist egal. Dann ist das halt so, hat er sein Gehege da. Aber ich könnte ja, glaube ich, hier hinten noch ein Gehege machen. Wie hatte ich denn vorhin diese eine tolle Ansicht? Achso, ich kann da ja auch noch Upgrades reinpacken, sehe ich gerade, ne? Treffsicherheit. Planung. Boah. Machen wir das. Bei der Rangerstation kann ich da auch was reinhauen? Kann ich. Ich sollte die ganzen Upgrades auch mal nutzen, wenn ich sie schon habe, ne? Noch einer? Teamplanung. Gut. Ja, ich wollte nochmal eben gucken, wie das jetzt aussieht. Ich hatte vorhin so eine... In meiner Panik hatte ich vorhin irgendwie so eine Ansicht hinbekommen. Da, genau. Da ist, passt ja noch was hin. Da passt ja noch ein Gehege hin. Machen wir jetzt hier so die Lophosaurier hin? Wahrscheinlich. Gut. Gehege. Zäune. Und bei den Dilophos reicht auch ein schwerer Stahlzaun auf jeden Fall. Eigentlich reicht auch ein leichter Stahlzaun, glaube ich. Das kostet schon ein bisschen mehr, ne? Ah, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher.
So, darf ich jetzt mal gucken, wo fangen wir dann mal an? Okay. Ach, das ist schon wieder diese Bogenkacke hier. So, und das war wieder zurück. Die Einschienenbahn ist abgeschlossen, das ist schön, aber ich wollte mal eben den Kack hier abreißen, diesen Bo. Der soll nicht immer diese Bögen dahin zaubern, das nervt mich ein bisschen. Nicht bei Gehegen. Also klar kann man auch später mal runde Gehege bauen, in meinem eigenen Park zum Beispiel, aber jetzt hier so reicht mir das vollkommen, wenn das so aussieht. Okay. Ist es zusammen? Ist da noch eine Lücke? Ne, ist zu. Okay, jetzt mal eben kurz verfolgen, ob das hier auch wirklich alles dicht ist. Bin mir nicht so ganz sicher. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, ist glaube ich dicht. So, jetzt haben wir hier ein kleines Gehege hingesetzt. Von hier aus müsste jetzt eigentlich... Ja, mal eben gucken, ob das überhaupt passt. Wahrscheinlich nicht. Ich brauche ja wieder... Ah, das könnte aber passen. Ja, doch, das kriegen wir da auch hin. Denke ich. Ich muss das ein bisschen anders bauen, aber das kriegen wir hin. Glaube, da bin ich ganz guter Hoffnung. Ich wollte einen Zaun bauen. So, pass mal auf. Ja. Okay, und den Rest machen wir wieder weg. Und da kriegen wir bestimmt so ein Teil hin. Ich hoffe es. Weil ich... Lassen Sie den Ceratosaurus mit einer Gehirnalterung-Modifikation frei. Aha. Ja, meinetwegen. Dann kann ich den anderen, verkaufen. Muss ich die Modifikation erst erforschen? Warte mal. Gehirnalterungsmodifikation. Da gucke ich gleich mal eben nach, wie das funktioniert. So, das können wir auf jeden Fall schon mal forschen. Das auch. Und das können wir... Platin haben wir gefunden. Ja, geil. Genmodifikation. Ich guck da mal eben. Gute Verdauung. Aha. Gehirnalterung. Das mache ich jetzt mal. Und dann gucken wir nochmal auf unsere Karte. Und erforschen hier nochmal eben was. Da können wir auch noch was gebrauchen, ne? Sehr schön. So, ja. Machen wir das. Und in der Zeit versuche ich jetzt nochmal hier zu bauen. Gehege, das Hammond-Gedöns. Ah! Das war schon gut. Moment, das hat ja schon gepasst eben. Aber das ist leider falsch rum. So muss es ja. So hilft es mir nicht. Damit ist mir nicht weitergeholfen. Muss das nicht so passen? Warte mal. Echt nicht? Wieso passt das nicht? Terrorbeschränkung. Willst du mich verarschen? Oh, muss ich noch enger machen? Dann muss ich wahrscheinlich noch enger zaubern. Es ist doch nicht wahr. Okay, das, aber wie gesagt, die brauchen echt nicht viel Platz. Das ist das Gute. Was? Um den Code zu komplettieren. Ah, wir haben einen Dinosaurier komplett vollständig. Ja, geil. Das heißt, immer wenn wir jetzt von dem noch was finden, wird das direkt verscherbelt. Und wir kriegen dafür Geld. Das ist eigentlich ganz schön. Ist das überhaupt zusammen? Doch, es ist zusammen, okay. Ah, okay, Entschuldigung, ich wollte euch nicht anschreien. Das kam gerade so raus, das Geräusch. Hammond, nochmal. Nee, andersrum. Es muss ja andersrum. So, das muss doch klappen. Ja, danke. Okay, hat geklappt. Dann brauchen wir einen Weg. So, wo will ich überhaupt hin? Warte mal. Gute Frage, ne? Ah doch, da ist Platz. Warte mal, war das so? Dann können wir eventuell sogar noch ein paar Gebäude dahin packen.
So. Das haben wir. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Aussichtspunkt. Aber den kriege ich ja nirgends mehr hin, glaube ich, ne? Einen Aussichtspunkt, kriege ich den da noch hin? Falsch. Eigentlich hätte ich ja den ganz gern, die Beobachtungsplattform, die hätte ich gern. Die würde ich hier sogar noch hinkriegen. Ob die da noch hinpasst? Das wäre der Hammer. Schade eigentlich. Ach Mann, jetzt ist es wieder weg. Dinosaurierbedrohung. Nein, jetzt nicht schon wieder. Ey, die Raptoren machen mich echt wahnsinnig, ne? Was ist jetzt hier schon wieder los? Ach, der schläft immer noch. Wo ist denn der andere jetzt? Wo bist du denn? Junge, wo bist du? Hä? Voll die entspannte Musik. Und ich weiß nicht, wo der Raptor ist. Da. Was hast du wieder für Sorgen? Gefahr für die... Da ist immer noch ein Mensch drin, guck mal. Ja, egal. Das stört mich jetzt nicht. Ich lasse jetzt den hier frei. Ja. Und der müsste jetzt ein neues Muster haben. Wir gucken mal. Ja, hat er das? Echt? Ja, er hat so ein bisschen tigermäßig gestreift ist er jetzt. Mal kurz gucken. Ja, ich wollte hier gar nicht hin. Der jetzt betäubt rumliegt, den könnten wir eigentlich verkaufen. Wobei... Nichts in Jurassic World ist, weiß ich nicht. Aber wir machen das jetzt mal anders. Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern, vor allem in Situationen wie diesen. Ja, stimmt eigentlich. Da hast du recht. Ich mache nochmal einen Futterspender. Dann machen wir einen zweiten hier hin. So, einen zweiten. Und den da müssten wir jetzt langsam mal transportieren. So. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Dann lasse ich ihn hier halt leben. Okay, ich war eigentlich hier am Bauen. Ich mache nochmal Gehäge. Gehäge. Nee. Ich wollte nochmal den Zaun. Ich möchte ja unsere... das ist nicht der Zaun. Wieso? Ich vergucke mich da jedes Mal irgendwie, ne? Das ist komisch. Das ist der Zaun. So. Ja, passt schon. So, jetzt reißen wir das nochmal ab. Wird jetzt ein bisschen kleiner als gedacht, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil wie gesagt, da brauchen wir echt nicht viel Platz für die Kleinen. Das passt doch gut. Okay, dann einen Weg daran. Zack. Und daran. Sehr schön. Produkttransport wird durchgeführt. Wir könnten natürlich noch von hier aus versuchen, noch einen Weg. Komme ich da durch? Kriege ich da einen Weg durch? Ach komm! Nee, denn nicht. Ich habe gedacht, ich könnte da vielleicht noch einen kleinen Weg hinbauen, aber nee, wollen sie nicht, okay. Dann eben nicht. Dann können wir jetzt hier mal im Gehege gucken. Da muss natürlich noch ein bisschen Wasser hin, das ist klar. Produkt wurde transportiert. So, Wasser. Da so, ne? So. Achso, ich muss natürlich auch welche auf... Das ist kein Strom. Ha. Umspannwerk. So. Am besten hier zwischen... Ah, da kommt ja noch ein Tor hin, ne? Aber das hau ich mal da hin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wo ist der nächste Strommast? Mal eben kurz gucken. Da. Dann gehen wir hier rüber. So. Okay, das passt. Ein Tor muss da noch rein. Das ist wichtig, ja. Das habe ich noch nicht bedacht. Ein Tor. Tor! Passt alles nicht? Warum nicht? So, hallo, da passt das Tor hinten. Schau mal, wie ist es? Eins Tor. So, und einen Futterspender brauchen wir noch. Die fressen Fleisch tatsächlich.